Hi, mein Name ist Micha und auf diesem Kanal wandere ich normalerweise durch den Odenwald. Heute bin ich auch am Odenwald unterwegs und zwar bin ich auf dem Mammutmarsch 2023. Es geht heute um die 42 Kilometer. Vor 2 Jahren habe ich 12 Stunden und 5 Minuten gebraucht. Letztes Jahr habe ich 9 Stunden 50 ungefähr gebraucht. Und dieses Jahr will ich versuchen, unter 9 Stunden zu kommen. Ja, manche fragen ja, warum ist hier die Zeit so wichtig? Ist doch jedem selbst zu überlassen. Für mich ist es einfach ein Anreiz, eine Motivation, hierher zu kommen. Und ja, das ist das, was mir halt Spaß macht. Und wenn anderen Leuten Spaß macht, einfach nur so zu laufen, ist das natürlich auch cool. Ich bin ein bisschen spät dran, aber ich will euch trotzdem ein bisschen was zur Organisation erzählen. Hier ist der Startbereich, da muss ich gleich hin. Da vorne, was ich ganz cool fand, es gibt so einen allgemeinen Bereich, wo man noch kein Ticket braucht, wo man sein T-Shirt abholen konnte. Dann war hier der Check-in und jetzt laufen gerade alle hier zum Start. Da muss ich jetzt auch hin. Ich habe es jetzt vor dem Start nicht mehr geschafft, hier euch mal die Karte zu zeigen. Deswegen hole ich das hier im Ziel nochmal nach. So, also der Start ist hier in Dossenheim. Laufe erstmal eine ganze Weile übers Feld Richtung Heidelberg. Dort war der erste Zwischenposten, bei dem es tatsächlich kein Wasser gab. Das hat mich ein bisschen überrascht aufgrund von diesem Symbol. Vielleicht habe ich das auch irgendwo überlesen. Danach ging es durch die Heidelberger Innenstadt zum Königstuhl hier hoch. Das ist so ein bisschen ähnlich wie die Strecke letztes Jahr. Und wir haben dann hier einen kleinen Zwischenstopp gemacht. Hier gab es kleinere Sachen. Dann ging es weiter hier bis zum ersten Versorgungspunkt. Der ist noch 22 Kilometern. Und hier in der Heidelberger Innenstadt gab es auch noch mal was. Mit am Start ist heute der Sebastian. Hallo. Der Stefan vom Kanal Silent Hiker ist auch wieder mit dabei. Mammut Marsch. In 5, 4, 3, 2, 1. Viel Spaß euch und bis gleich. Das war der Start. Wir sind jetzt knapp 3 Kilometer gelaufen. Da hinten seht ihr den Sebastian und den Stefan. Und ja, es läuft gut. Wie ihr gerade gesehen habt, die Herde hat sich dann so langsam aufgelöst. Aktuell liegen wir ganz gut in der Zeit. Mein Ziel ist ja, den Mammutmarsch heute unter 9 Stunden zu schaffen. Dafür muss ich eine Mindestgeschwindigkeit oder Durchschnittsgeschwindigkeit von 4,7 km/h halten. Ich blende euch hier unten immer mal wieder ein, wie schnell es aktuell läuft, und sobald das unter 4,7 fällt, wird es schon schwierig. Also ich bin echt mal gespannt. Der Start war auf jeden Fall schon mal richtig gut. Und dann sind wir auch schon in Heidelberg angekommen. Da hinten sind die anderen beiden. Da vorne ist dieser erste Zwischenposten. Ja, ich hatte jetzt schon das erste Problemchen. Ich hatte an diesem Zwischenpunkt mit Wasser gerechnet. Gab es leider nicht, weil ich habe nämlich nur 1 Liter dabei. Das heißt, ich war hier gerade noch mal in der Drogerie drin und habe mir erstmal 1 Liter Wasser gekauft, damit ich auf dem Weg da hoch zum Königstuhl nicht verdurste. Stefan und Sebastian habe ich hinter mir gelassen. Die sind da auf die Toilette gegangen und sind, glaube ich, noch länger an diesem einen Zwischenpunkt. Ich vermute mal, die werden mich bergauf wieder einholen. Und was mir hier auch aufgefallen ist bei den Markierungen, die weichen jetzt tatsächlich von dem Track ab, obwohl ich ihn einen Tag vorher, wie gesagt, um 20 Uhr runtergeladen habe. Macht nichts, ist nichts Schlimmes, aber ist einfach nur mal ein Hinweis, ist mir gerade aufgefallen. Und jetzt bin ich wirklich, wirklich gespannt. Also ich freue mich richtig hier auf diesen Anstieg zum Königstuhl hoch und bin wirklich sehr, sehr gespannt, ob und wann mich die beiden wieder einholen. Ich weiß nicht, ob man das hier auf dem Handy erkennen kann, aber hier, diese rote Linie, da bin ich.
Und da geht's jetzt hoch. Alter, jetzt hat er mich eingeholt. Wo ist der andere Kerl? Nicht da. Die erste Hälfte des Anstiegs ist geschafft. So, da vorne, da läuft Stefan. Und der war letztes Jahr wesentlich schneller als ich. Und ich versuche jetzt mal an ihm vorbeizuziehen und dabei seine Reaktion einzufangen. Mal gucken, ob es funktioniert. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ah. Schon drauf gewartet. Das war nur fürs Video, ist das Tempo, oder? Nö. Jetzt? Nö. Yes, ich habe es geschafft. Der erste und größte Anstieg ist zu Ende. So, Idee ist jetzt, dass wir ganz kurz oder ich ganz kurz Wasser hole. Hier sind die Stände. Mir einmal die Aussicht anschaue und dann geht es direkt weiter. Aktuell liege ich etwa 20 Minuten vorm Zeitplan und den Vorsprung möchte ich natürlich halten. Ich bin jetzt kurz vorm Versorgungspunkt 1, also dem ersten richtig großen Versorgungspunkt, und dann kommt das hier. Da geht es erstmal nochmal schön den Berg hoch, dass man sich das auch richtig verdient hat. Wir haben jetzt genau 11.30 Uhr und nach genau auch 22 Kilometern habe ich den Versorgungspunkt 1 erreicht. Und ihr seht, ich strahle im Gesicht, weil ich muss diesen Versorgungspunkt quasi erst um 12.10 Uhr verlassen. Das heißt, ich habe jetzt 40 Minuten rausgelaufen, die werde ich natürlich nicht komplett nutzen, aber ich habe echt das Gefühl, es kann klappen. Also, ich habe jetzt überlegt, soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Ich mach's. Jetzt sind die Toiletten noch frisch und ich werde mich jetzt am taktischen Zwischenscheißen versuchen. Ja, es war eine gute Entscheidung. Genau, ansonsten ist hier echt viel Platz. Drüben sind die Sanitäter. Hier sind einige Bänke, ist echt viel zu essen da. Gut, wir sind jetzt auch in der ersten Startgruppe gestartet. Boah. Nice, ich denke mal, es geht gleich weiter. Berg hochlaufen und dann reden, das mag ich. Nachdem ich jetzt hier den Anstieg hinter mir habe, ist es echt ganz chillig. Es ist echt wirklich eine schöne Strecke. Man läuft hier durch den Wald, es ist viel Schatten und so weit. Geht es mir auch noch ganz gut. Am linken Fuß merke ich so eine Stelle, die sich ein bisschen wund anfühlt, aber noch alles im Rahmen. Ich bin
aktuell noch guter Dinge. 29 Kilometer habe ich jetzt hinter mir und habe mal ein bisschen so auf die Zeit geschaut. Ich liege, glaube ich, ganz gut in der Zeit. Mache jetzt bewusst ein bisschen langsamer. Bin jetzt in der dritten von vier größeren Steigungen. Das heißt, es ist der letzte Buckel, bis es dann nach Heidelberg reingeht. Der Stefan ist ja jetzt mittlerweile schon längst von dannen gezogen. Keine Ahnung, ob ich den noch mal treffe. Der ist noch mal einen Schritt schneller einfach unterwegs, besonders den Berg hoch. Sebastian ist etwa so eine halbe Stunde hinter mir. Und so sieht's aus, wenn ich oben angekommen bin. Alter. Puh. Ich glaube, da vorne ist die Kuppe. Ich habe jetzt die dritte von vier geschafft. Bedeutet, jetzt geht's erstmal tendenziell bergab nach Heidelberg. 30 Kilometer habe ich ja jetzt auf jeden Fall geschafft. Und ich bin mal gespannt, wie das in der Heidelberger Innenstadt wird. Und es ist echt ein gutes Gefühl, dann irgendwie oben angekommen zu sein. Puh. Aber ich muss sagen, dass ich froh bin, dass wenigstens diese Treppen hier hinter mir bei diesem Mal nicht mit dabei sind und wir jetzt hier schön in Richtung Peterskirche laufen können. Puh, Leute, wir haben jetzt 13.55 Uhr, bin am VP2 angekommen. Das heißt, ich habe jetzt eine halbe Stunde Vorsprung. Der Plan ist jetzt, dass ich jetzt hier 20 Minuten Pause mache und dann mit 10 Minuten Vorsprung ins Finale starte. Versorgungstechnisch sehe ich hier, gibt es Wasser, es gibt Saft, eigentlich genau das gleiche wie von Versorgungspunkt 1. Deswegen filme ich das jetzt nicht noch mal extra. Ich werde mich jetzt erstmal versorgen, kurz Pause machen und dann geht's weiter. Es sieht richtig gut aus. Wir haben jetzt 14.15 Uhr und VP2 liegt hinter uns. Da vorne ist wieder Stefan, der hat tatsächlich auf mich gewartet dann noch. Und ich konnte mich ganz gut erholen, habe ordentlich viel gegessen. Und jetzt geht's auf die letzten 9 bis 10 Kilometer. Was ein bisschen hilft, ist, dass hier ein paar Wolken da sind. Das ist wirklich hervorragend und momentan habe ich 10 Minuten Vorsprung und der Michael läuft wie ein Gepeitschter. Letztes Jahr war ich an der Stelle schon richtig, richtig platt. Momentan sieht es so aus, dass ich zwei kleinere Blasen am linken Fuß habe. Aber es wirkt sich noch nicht so stark aus. Also es läuft noch wirklich gut. Ja, der letzte Anstieg ist geschafft. Oh, nur noch ein bisschen außer Atem. Und ab jetzt geht es die allermeiste Zeit bergab. Aktuell habe ich 18 Minuten Puffer bis ins Ziel und das wird geil. Ich habe gar keinen Bock, die Kamera rauszuholen, aber genau da ist es ja interessant. Wir haben jetzt 15.30 Uhr, also ich muss jetzt unter einer Stunde im Ziel ankommen. Sieht auch sehr gut aus und ich freue mich aufs Ankommen. Ja, das beschreibt es ganz gut. Die letzten 1000 Meter sind angebrochen. Der Blick auf die Rheinebene gibt noch mal so einen kleinen Motivationskick. Es sind noch 300 Meter. Hier ist
die Area, wo man richtig schön sitzen kann. Und Leute, da vorne, das ist das Ziel. Geschafft! Saustack! Ja. Na, wie warst du dich? Geil. Keine Ahnung, wie viel Zeit ich es gebraucht habe. Es ist jetzt 10 nach ungefähr. Also weit unter 9 Stunden. Ich bin happy. Ich bin richtig, richtig happy. Geil. Abkühlung. Ich habe jetzt schön hier Pause gemacht, mich ausgeruht und die ganze Atmosphäre hier genossen. Der Sebastian, der hat jetzt leider ein paar Blasen bekommen und der wird jetzt demnächst hier im Ziel eintreffen. Da hinten wird auch weiter noch angefeuert, wenn die Leute hier reinkommen. Finde ich echt klasse von der Stimmung her. Und ansonsten vom Fazit her fand ich es echt gut von der Organisation. Also ich kann nicht wirklich irgendwie meckern. Was ich auch total klasse finde, ist, dass sie diesmal hier Wasser am Ziel organisiert haben, Leitungswasser, weil das war letztes Jahr halt echt nicht so cool. In dem Sinne sage ich, macht's gut, ciao, ciao und bis zum nächsten Jahr beim Mammutmarsch Heidelberg. Auf geht's! Zieleinlauf! Du kannst mitlaufen.